Früh am Morgen in der GTEC Arena. Mit dem Start in die Vorbereitung der neuen Saison am gestrigen Donnerstag steht für die Handballer des SC Magdeburg heute der erste offizielle Termin auf dem Plan, Fotoshooting. Und da kommen sie auch schon, die Protagonisten. Mit dem gesamten Trainer- und Betreuerstab soll das Foto aufgenommen werden. Natürlich sind auch die Neuzugänge Stefan Kneer und Moritz Schepsmeier dabei. Beide kommen vom TV Großwaldstadt und reihen sich mit der Nummer 4 und der Nummer 19 ein. Ebenfalls mit dabei ist Kapitän Fabian van Olfen, der eine lange Durststrecke nach seinem Kreuzbandriss hinter sich hat und froh ist, endlich wieder dabei zu sein. Also es gibt jetzt wirklich ein gutes Gefühl, wieder so langsam mit einsteigen zu können. Und ja, ich freue mich natürlich riesig drauf. Ja, das war ein halbes Jahr zugucken und das ist ja für Sportler macht das keinen Spaß. Weil so wie beim Training, wie beim Spiel ist das nicht schön, aber ja, ich habe jetzt hart gearbeitet und ich denke, ich bin auch bereit jetzt für die neue Saison. Hier einen Schritt weiter nach links gestellt, dort noch ein paar letzte Anweisungen, zusammenrücken und dann bitte recht freundlich lächeln. Das sieht doch schon gut aus. Das erste Teamfoto mit den neuen Trikots in der heimischen GTEC Arena. Die zahlreichen Fotografen bekamen dann auch noch die Gelegenheit, Einzelporträts der Spieler und Trainer zu schießen. Bitte recht freundlich. Dieses Motto kennen die Handballprofis freilich aus dem FF. Fotoshooting für die neue Saison und wir sehen ein neues Trikot. Wie kam es denn dazu und wie ist es denn entstanden? Ja gut, so neu ist es nicht, sondern es sind ja faktisch die Trikots aus dem alten Jahr. Aber wir haben natürlich den Wunsch der Fans und Zuschauer aufgenommen, die gesagt haben, wir würden lieber zu Hause in Rot-Grün spielen. Und insofern ist jetzt unser Trikot für das nächste Jahr das Rot-Grüne, ist unser Heimtrikot und das Weiße wird das Auswärtstrikot sein. Und ansonsten, glaube ich, ist es gelungen. Bei den Sponsoren gab es ein paar Veränderungen, bei unserem Hauptsponsor auf der Brust. Das heißt, es gibt schon einen Unterschied zum letzten Jahr, aber ich denke, insgesamt eine gelungene Geschichte. Und Rot-Grün symbolisiert halt den SCM und Magdeburg und das ist auch gut so. Ich habe das jetzt richtig rausgehört, man entsprach auch ein bisschen dem Wunsch der Fans. Absolut. Also wir haben ja auch eine Umfrage gehabt im letzten Jahr, was das Thema Fanshop angeht, Trikots angeht, Auftreten angeht. Und da haben wir dann eben auf die Fans gehört und ich denke, das gehört sich auch so. Und da kam eben der Wunsch, doch überwältigend in Rot-Grün zu spielen und das tun wir jetzt in diesem Jahr. Apropos Wunsch und Fans, jetzt werden die Fans garantiert den Wunsch haben, dieses schöne neue Trikot vielleicht auch käuflich zu erwerben. Wird das denn möglich sein und vielleicht auch schon ab wann? Ja, natürlich wird das möglich sein. Die Trikots, die Jungs jetzt anhaben, die sind noch warm, die kommen nämlich gerade aus der Presse. Das heißt, ich denke, dass wir spätestens in einer Woche, in 10 Tagen, über den Online-Shop dann auch das neue Trikot verkaufen können. Das heißt, bei den Terminen der Sachsen-Anhalt-Tour ist dann schon unser Fanshop mobil mit vor Ort. Das kann man dann auch dort erwerben. Also ich denke, in 10 Tagen bis 14 Tagen ist das möglich. Bitte. Wie fühlt man sich denn nur in der neuen Haut? In der neuen Haut, ja, ist schön. Traditionell grün-rot und das grüne Trikot zu Hause, gefällt mir sehr gut. Passt. Danke.